Ja, wir sind im Belvedere 21, der zeitgenössischen Dependance der österreichischen Galerie Belvedere. Und wir befinden uns im Aufbau der Ausstellung Avantgarde und Gegenwart, die Sammlung Belvedere von Lasnik bis Knebel. Und insgesamt haben wir im Aufbau jetzt knapp 2 Wochen gearbeitet. Also die vorhergehende Ausstellung hat vor 2 Wochen geendet. Dann ist zunächst einmal der Abbau und dann wird die Architektur aufgebaut, was sehr viel war in diesem Zusammenhang, weil man natürlich für so eine umfangreiche Ausstellung auch sehr viele Wände braucht, Hängefläche. Und insgesamt waren sicher 20 Kolleginnen und Kollegen an dem Aufbau beteiligt, sind sowohl externe als auch interne Arthändler, also Leute, die eben die Kunst hängen, die Kunst positionieren, die Installationen aufbauen etc. Und es sind natürlich auch andere Abteilungen des Hauses involviert, wie etwa die Kommunikation, das Marketing, eben so, dass das Publikum, die Öffentlichkeit von der Ausstellung erfährt. Und dann gibt es natürlich auch im Aufbau ganz praktisch Herausforderungen. Also manche Installationen sind halt aufwendiger, brauchen bestimmte technische Voraussetzungen. Es gibt eine Installation aus den 60er Jahren von Peter Weibel, wo die technischen Gerätschaften nicht immer mehr so funktionieren, wie sie damals funktioniert haben. Also das heißt, man muss auch da sehr sozusagen findig mit den Gegebenheiten umgehen und schauen, dass sozusagen die Dinge heute auch noch funktionieren. Was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, sind die Kollegen aus der Restaurierung, Kolleginnen und Kollegen, die eben darauf schauen, dass es den Werken gut geht, dass sie in einem guten Zustand sind. Und das muss natürlich im Vorfeld so einer Ausstellung auch geklärt werden. Ist das Werk ausstellungsfähig? Muss es restauriert werden, bevor wir es präsentieren können? Und wir haben ja eine relativ lange Laufzeit mit 1,5 Jahren. Das heißt, können wir auch die Kunstwerke sozusagen so lang bestimmten klimatischen Bedingungen und auch natürlich dem Publikum sozusagen aussetzen? Es sollte eben eine konstante Temperatur sein. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle, also keine großen Schwankungen. Und das Licht spielt eine große Rolle. Und wir sind ja hier in einem ganz fantastischen Ausstellungspavillon von Karl Schwanzer. Ein Glaspavillon, sehr viel Licht von außen, was toll ist, aber gleichzeitig auch natürlich eine Herausforderung im Handling mit den Kunstwerken. Weil wir eben auch schauen müssen, und das ist auch gerade etwas, das gerade passiert, nämlich das Einleuchten. Also es gibt ein eigenes Team. Es wird das Grundlicht, also diese Leuchtstoffröhren werden runtergedimmt. Also das ist jetzt ein Arbeitslicht, das ist jetzt sehr hell und es wird heruntergedimmt auf vielleicht 40%. Und dann gibt es sozusagen für die einzelnen Gemälde gibt es noch Spots, die eben das hervorholen. Es ist ganz schwer, ein Highlight herauszugreifen, aber für mich sind es ja auch gerade die Kombinationen von Künstlerinnen, die irgendwie den Reiz dieser Ausstellung ausmachen. Und wenn ich mich jetzt für eines entscheiden müsste, also ich finde ganz großartig eine gerade frisch restaurierte Arbeit, eine frühe Gemeinschaftsarbeit von Brigitte Kovans und Franz Graf, wo die Künstlerin selber schon nicht mehr gewusst hat, sozusagen, dass die noch existiert. Das ist ein toller Fund. Das ist ein Werk aus der Artothek des Bundes, die ja sozusagen verwaltungstechnisch zu uns dazugehört. Und auch das ist sozusagen ein Reservoir, aus dem ich schöpfen konnte für diese Ausstellung. Das wäre für mich ein Beispiel. Aber natürlich auch Werke wie 100 Wasser, Der große Weg, Ikonen unserer Sammlung, die dann aber hier nochmal in ein neues Zusammenspiel kommen.